In diesem Tutorial lernen wir die Oberfläche vom MicroStation kennen. Der obere Bereich des Programms ist streng hierarchisch aufgebaut. Wir sehen im ganz obersten Bereich die sogenannte Schnellzugriffsleiste. In dieser Schnellzugriffsleiste können wir zwischen vier verschiedenen Workflows auswählen. Je nachdem, welcher Workflow nun konkret gewählt wurde, ändert sich die zweite Zeile, die sogenannte Menüzeile. Typische Konstruktionen und Werkzeuge werden hier angeboten. Je nachdem wiederum, welches konkrete Menü wir auswählen, ändert sich die dritte Zeile, nämlich das sogenannte Band in MicroStation. Kommen wir nun zum großen Hauptbereich des Programms. Wir finden hier standardmäßig drei Fenster geöffnet. Zum einen die Ansicht von oben, den Grundriss. Zum anderen einen Parallelriss und zum dritten den Aufriss. Wir können unterschiedliche Ansichten ein- und ausblenden mit den sogenannten Ansichtschaltern. Acht Ansichten sind im Programm bereits vordefiniert in der Seeds-Datei. Zwischen diesen acht Ansichten können beliebige aus- und eingeschaltet werden. Jedes einzelne Fenster kann in seiner Größe verändert werden. Die diversen Fenster können überlappend die Oberfläche füllen. Wenn wir nun ganz unten blicken, dann sehen wir die Toolbox, die wir bereits kennengelernt haben, wo wir Ansichtsschalter vorfinden und noch weitere Tools, die wir später kennenlernen. Die nächste Toolbox heißt Arcutro. Arcutro lernen wir in einem anderen Tutorial näher kennen. Und schließlich und endlich die dritte Toolbox ist der Fangfunktionsmodus, den wir ebenfalls in einem anderen Tutorial näher kennenlernen. Zuletzt mache ich noch aufmerksam auf das Suchfeld. Im Suchfeld können wir unterschiedliche Begriffe eingeben und ganz konkrete Werkzeuge, die damit in Verbindung stehen, auswählen und somit die nächsten Konstruktionsschritte durchführen.